So, Freunde, neues Video. Wir sitzen wieder in einem Porsche 911 Turbo und zwar in einem 997 MK2. Haben wir ja letztens gehabt, haben wir gesagt, wir wollen ja mal mehr MK2 zeigen, weil wir viel MK1 gezeigt haben. Habe ich gesagt, komm, wir nehmen jetzt mal ein paar MK2s mit in die Videoreihe rein. Wir haben hier im Prinzip fast dieselbe Konstellation wie beim letzten Mal. Im Prinzip 3,8er Motor hinten, ne? Direkteinspritzer mit PDK-Getriebe. In dem Fall diesmal ein Auto mit schwarzer Innenausstattung. Dem einen oder anderen hat die rote Innenausstattung nicht gefallen. Ist reine Geschmackssache. Hier haben wir eine schwarze Innenausstattung mit weißen Applikationen zu einem weißen Auto. Mit, es soll TechArt Bodykit drauf sein. Es sind 20 Zoll drauf. Auto hat laut Kilometerstand knapp über 100.000 gelaufen, damit ihr so ein bisschen von der Laufleistung Bescheid wisst. Hier haben wir diesmal nicht das Sportlenkrad, sondern das Multifunktionslenkrad. Und da gehen mir die Schaltwippen schon gehörig auf den Senkel, weil drücken, egal welche Seite, ist hochschalten, ziehen ist runterschalten. Das ist aus meiner Sicht vom Kartsport, wie ich früher auch Kart gefahren bin, ist ziehen immer hochschalten, nach vorne drücken, runter. Hier ist genau andersrum, muss ich mich echt konzentrieren. Dasselbe ist natürlich auch, wenn du am Wahlhebel stehst, hast du das genauso. Nach vorne drücken ist hochschalten, nach dir hinziehen ist runterschalten. Das ist aus meiner Sicht verkehrt bei den Dingern, aber es ist einfach so und müssen wir jetzt mitleben. Das Auto steht schon ein paar Tage bei uns, weil das Auto hatte ein Tuning schon drauf. Von wem, weiß ich nicht. Es war getuned, wir sind da mit Driftbox-Zeiten gefahren, der Tim und ich. Beste Zeit war eine 7,7 oder 7,8. Und da haben wir uns gedacht, irgendwie scheiße, ne? Von den Zeiten her, darf man dazu sagen? Ist quasi nur leicht schneller wie Serie. Oder kaum schneller wie Serie. Weil wir von einer Zeit bei so Serienautos immer von ausgehen, 8,0 bis 8,2, wenn wir zu zweit unterwegs sind in Sport. Sprich, auf Sporttaste. Jetzt haben wir hier 20 Zoll Bodykit und so einen leichten Flügel drauf. Da habe ich zum Team gesagt, naja, nicht, dass es an den 20 Zoll liegt und dem Bodykit, dass der deswegen so langsam ist. Aber der fühlt sich auch irgendwie komisch an, habe ich gesagt. Der hört sich komisch an. Wir machen jetzt mal Updates. Getriebe-Update war sowieso fällig, ja, auf den neuesten PDK-Softwarestand, weil damit fahren die Dinger einfach am schönsten. Das heißt, die MK2s sollten immer auf dem aktuellsten Getriebestand abgedatet sein. Motor war schon auf dem neuesten Stand, aber ein Fremdtuning drauf. Jetzt ist das Auto 100% Stock vom Motor- und Getriebedatenstand. Das Einzige, was hier ist irgendwas an der Originalabgasanlage bearbeitet, weil der sehr laut ist, aber ist originales Cut-Gehäuse, originaler Endschalldämpfer. Der Kunde, der den so fertig umgebaut gekauft hat, sagt, jetzt sollen angeblich 200 Zeller drin sein. Ich sage mal einfach, mein Näschen verrät mir, da ist Nullzellen-Cut-Technologie drin. Wie gut das funktioniert, dass der einfach nur raus ist, ein originaler Schalldämpfer. Wir gucken uns jetzt einfach mal die Zeiten an. Das Auto soll wieder nicht zu stark sein, sodass ich sage, wir machen einfach mal der Vergleichbarkeit halber die Einstellung genauso, wie wir es im letzten Video gemacht haben und gucken einfach mal die Streuung von den Zeiten bei verschiedenen Autos. Das ist jetzt mein Plan. Wir haben gerade 20 Uhr im Dunkeln. Ja, uns läuft nämlich die Zeit weg, die Bude ist voll und wir kommen nicht zum Videos machen. Und deswegen haben wir gesagt, wir fahren jetzt abends im Dunkeln raus, müssen jetzt mit euch so leben hier mit so einer kleinen Kirmesbeleuchtung. Ich würde sagen, Tim, du schwenkst schon mal auf die Box, damit wir beim Fahren das Licht ausmachen können, bevor hier noch irgendwas passiert. Einverstanden? Los geht's. Geschafft 100, 200, beste Zeit 7,9,
8182. Deckt sich mit unseren Erfahrungen, Tim, oder? Waren die eigentlich immer so im Schnitt? Haben wir eine 250er Zeit? Ja, eine. Und ja, zwar 7,7. Okay, sollte. Passt auch. Passen, ja. Passt auch. Das Auto ist übrigens sehr gut ausgestattet, nämlich Schiebedach, Lenkradheizung, Sitzheizung, Sitzkühlung. Ja, ich denke, das ist auch ein schweres Exemplar hier, was wir haben, oder? Ist kein Leichtgewicht hier von der Ausstattung her. Wie viel er den Detail ausmacht, weiß ich nicht. Hatte der andere nicht auch ein Schiebedach? Das kann sein, aber der hatte keine Sitzkühlung und auch keine Lenkradheizung. Das ist voll geil hier. Das ist ein schöner Lenkrad, gerade warm geworden. Lenkradheizung, die macht natürlich 50 Kilo aus. Mein Gott, ich wollte nur sagen, dass es gut ausgestattet ist. Ja. Letztens hat einer unter unseren Videos geschrieben, Tim, warum wir immer auf die Box schwenken. Das dauert ja viel zu lange. Wir sollen einfach die Zeiten sagen. Da habe ich mir gedacht, geile Idee. Wir zeigen das nicht mehr und ich mache immer, boah, geil, 5 Sekunden nur mit Software, Jungs, geil, geil. So, merkt er selber, oder? Macht wenig Sinn. Also, man ja, kann es ja trotzdem faken. Ich könnte ja einfach die Box abfüllen, wir sitzen gar nicht im selben richtigen Auto. Ja, genau, wir hängen die gleich in deinem, ja, rein, dann fährt er gleich mit Software 4,5 Sekunden. Wäre eine gute Idee, oder? Ja, da kannst du, wenn du willst, kannst du alles faken. Das geht immer und deswegen, aber Jungs, und ich schreibe auch manche drunter, ihr messt falsch und die Eingangsmessung. Die, die mal bei mir waren, die mich kennen, wissen, ich brauche hier nichts schön oder schlechter machen. Wir liefern hier Fakten. Wir sind zu zweit, der Tank ist wieder halb voll. Du wirst auch mal eine bessere Zeit fahren, du wirst auch mal eine schlechtere Zeit fahren im Sommer bei 35 Grad. Das ist alles pipapo erstmal. Wir programmieren den jetzt gleich. Ich habe schon alles vorbereitet für das Auto, flashen den jetzt gleich und gehen mit euch nochmal auf die Straße und dann gucken wir einfach wieder, wie das Ding läuft und der Rest ist mir eigentlich egal. Wem das nicht passt, dem passt das nicht. Ich denke, wir machen das seit Jahren sehr transparent, sehr schön für euch, für uns auch zum Zeigen, was passiert und das werden wir auch erstmal so beibehalten. Und jetzt ab in eine Werkstatt. Programmiert haben wir den guten. Wir sind jetzt auch schon ein bisschen auf der Bahn unterwegs gewesen. Lokfahrten gemacht, geguckt, ob alles passt. Werte 1:1 wie beim letzten MK2. Man könnte jetzt, wenn der Kunde mehr Leistung haben will, habe ich euch schon mal erklärt, mehr Ladung fahren, ein bisschen andere Sachen noch machen, sodass die Dinger schneller werden. Wollten wir nicht. Wir wollen ja die Vergleichbarkeit haben. Und ich würde sagen, der ist ein Tick langsamer, weil wir sind jetzt im Schnitt immer gewesen 100, 200, 6, 7, 6, 6, 6, 8, und auch mal eine 6,9. Ich meine mich zu erinnern, beim letzten waren wir immer so 6,4, 6,5, 6,6 in dem Bereich. Wir nehmen euch aber jetzt mit. Wir machen noch mal einen Lauf. Zur Not, der Tim hat auch einfach mal gerade mal ein Video von der letzten Zeit gemacht, damit wir einfach was haben, falls wir jetzt hier gleich anfängt zu regnen. Weil im Regen brauchst du mit so einem Auto nicht fahren. Wir können jetzt natürlich, um auf dieselben Zeiten wie letztes Mal zu kommen, mehr Ladedruck fahren und so weiter. Da das vom Kunden gar nicht gewünscht ist, weil das hier auch wieder auf Haltbarkeit und nicht auf Zeitenjagd ausgelegt ist, machen wir das nicht, sondern wir fahren wieder 1,2, 1,22 Bar, abfallen oben raus auf 1 Bar und damit fahren wir jetzt mit euch die Zeiten nochmal. Aber wie gesagt, Lambda-Wert passt, Sprit passt, alles so, wie es sein soll. Können wir schön rausgeben. Jetzt fahren wir mit euch nochmal die Zeit. Die könnte natürlich immer schneller sein. Ich hätte jetzt auch richtig Bock, nochmal Ladung aufzudrehen. Aber nicht unser Auto und das, was der Kunde wünscht, machen wir. Und der hat gesagt, keine Eskalation. So ein Tuning, wie ihr das sonst auch immer macht. Und das haben wir jetzt gemacht. So, also Tim, einmal bitte umschwenken und dann fahren wir. Also, 100-200er Zeiten sind wir gefahren. Ein Tick langsamer würde ich sagen, aber ich glaube, es liegt auch an 20 Zoll, an etwas höherem Flügel, an anderer Frontlippe. Ich sag mal, wir sind jetzt zu zweit gefahren, 6,7 im Schnitt. Ja, 6,7. Ich sag mal, alleine schaffst du auch wieder 6,5. Mit dem anderen bin ich ja damals 6,2 und 6,3 gefahren.
und denke, du würdest jetzt alleine, ich könnte natürlich jetzt mal alleine rausfahren, aber wofür? Fährst du, glaube ich, 6,5. Also liegen immer noch 2 bis 3 Zehntel Unterschied. Ich schiebe das jetzt auf die 20 Zoll, die der andere nicht hatte, auf den größeren Flügel, der nicht serienmäßig drauf ist, plus die Front. Und der hat natürlich auch deutlich mehr gelaufen, ne? Vom Motor generell her. Also von daher Einstellung, wie wir das bei der Stage immer machen. Also selbe Ladungwerte, selbe Zündungswerte, selber Lambda-Wert. Ein bisschen Streuung drin. Aber trotzdem, denke ich, war das wieder ein interessantes Video für die Porsche-Fahrer. Wir hatten wieder Spaß, euch ein bisschen was zu zeigen. Auch wenn wir jetzt kurz vor Mitternacht haben, weil sonst wären wir mit dem Video wieder nicht vorangekommen, wollten wir das für euch durchziehen. Ich denke, das ist ein Liken und Abonnieren wert. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich denke, wie immer, nächste Woche Sonntag. Tschüss.